Du willst Drohnenpilot werden, beziehungsweise möchtest wissen, was du alles brauchst, um als Drohnenpilot fliegen zu dürfen? Alles das erfährst du gleich im nächsten Video. Hallo zusammen und vielen Dank fürs Reinschauen. Heute dreht sich bei mir alles um die Frage, wie werde ich Drohnenpilot oder anders gefragt, was brauche ich, um als Drohnenpilot arbeiten zu dürfen? Allen vorangestellt, wahrscheinlich die logische Geschichte ist, ich brauche natürlich erstmal eine Drohne. Und bei den Drohnen ist es so, es gibt verschiedene Gewichtsklassen, also in den Einstufungen. Und heute geht es um alle Drohnentypen unter 2 Kilogramm. Denn wenn man schwerer als 2 Kilogramm unterwegs ist, braucht man den ganz speziellen Drohnenführerschein. Das ist ein richtiger Lehrgang mit Abschlussprüfung, den man absolvieren muss. Ich sag mal so, wer in dem Bereich anfängt, denke ich mal, wird sich erstmal kleinere Modelle kaufen, weil große Drohnen in den Gewichtsklassen können schnell mal 10.000, 15.000 Euro und mehr kosten. Von daher gehen wir heute nur auf das, ich sage mal, Mittelklasse-Level sozusagen ein. Hier habe ich eine Phantom 4 Pro, die wiegt insgesamt mit Akku 1,5 Kilo. Die Mavic Pro, die vielleicht viele von euch haben, ist noch ein bisschen leichter. Da ist das alles ein klein wenig entspannter. Genau. Und das Erste, was ich dann nach der Drohne brauche, ist dann die Drohnenversicherung. Die ist seit langem schon Pflicht, dass man als Drohnenpilot abgesichert ist. Ich lege die mal kurz runter. Und da kann man sich bei den, also früher war das sehr schwierig noch, als ich angefangen habe mit den Drohnenflügen. Da habe ich bei diversen Versicherungen angefragt, die konnten damit nichts anfangen. Aktuell ist es so, mittlerweile haben die gängigsten Versicherungen spezielle Drohnenpakete, die man buchen kann. Ich beispielsweise, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, bin bei der R&V-Versicherung. Ich weiß, es gibt es bei der Allianz auf jeden Fall auch. Und bei diversen anderen Versicherungen kann man solche Pakete buchen. Das ist wirklich gesetzlich Pflicht. Das muss man haben. Andererseits darf man gar nicht aufsteigen. Bei den Drohnenversicherungen gibt es Unterschiede. Wenn man nur privat beispielsweise fliegt, gibt es relativ günstige Versicherungen. Wenn man gewerblich fliegen möchte oder zum Beispiel im kontrollierten Luftraum fliegen möchte, so wie es in Dresden der Fall ist, also ich komme ja aus Dresden und in Dresden haben wir den Flughafen, der auch eine sehr, sehr große Einflugschneise hat auf der Karte. Dort zahlt man für die Versicherung immer mal noch ein kleines bisschen mehr, um in den Bereichen fliegen zu dürfen oder dort versichert zu sein. Da muss man wirklich tatsächlich aufpassen, gucken, wo man fliegt, ob man gewerblich fliegen möchte, ob man privat fliegen möchte und ob man halt in der Nähe von solchen Geschichten fliegen möchte. Nicht falsch verstehen, das Fliegen in der Nähe von Flughäfen und Flugplätzen ist allgemein verboten. Da gibt es einen Radius von 1,5 Kilometer. Es geht prinzipiell, also wir sind jetzt hier relativ weit entfernt vom Flugplatz, vom Flughafen in Dresden, aber diese Einflugschneise, die zieht sich auf der Karte sehr, sehr lang. Genau. Die nächste Sache wäre, die Drohne muss gemarkt sein, die muss ein Schildchen dran haben. Da, wo es im Prinzip, wo Name, Adresse, hier ist mein Schild, wo Name, Adresse drauf ist, dass im Ernstfall die Drohne, wenn sie mal abstürzen sollte oder gefunden wird irgendwo, dass man da immer genau weiß, wer der Drohnenhalter ist, wer der Drohnenpilot war. Das ist auch mittlerweile Pflicht seit der letzten Drohnenverordnung. Das muss auch mit dabei sein. Die Firma DJI, ich glaube, ich habe das vor 2-3 Wochen schon auf der Webseite gesehen, die bieten das auch mittlerweile selbst an, dass man, glaube ich, für 10 Euro ohne Versandkosten sich so kleine Schildchen zum Aufkleben zuschicken kann. Da muss man einfach nur mal googeln, das findet man schnell. So, Versicherung haben wir, Plakatierung oder die Plakette, die Drohnenplakette haben wir. Nächster Fakt wäre, wenn man kommerziell fliegen möchte, man muss sich quasi beim Start, also in Dresden ist es die Landesdirektion Sachsen, muss man sich melden und eine allgemeine Verfügung erwirken. Früher war das noch so, dass man dafür jährlich bezahlt hat, dass man da auch eine gewisse Erfahrung vorweisen musste. Mittlerweile ist es so, dass in dem Bereich man sich nur wie registrieren muss, man füllt eben diese allgemeine Verfügung aus, schickt die hin. Und sobald man die dort eingegangen ist, kann man im Prinzip fliegen und kann Sachen auch anmelden. Wichtig ist auch, wie gesagt, ich muss immer wieder auf den Fakt zu sprechen kommen, dass wir in Dresden fliegen und dass ich auch sehr oft beispielsweise in der Innenstadt fliege für Foto- und Videoaufträge. Und da ist es sehr, sehr wichtig und auch Pflicht, dass ich meine Flüge stets beim zuständigen Ordnungsamt anmelde. Ich habe da meinen Ansprechpartner und da gibt es, das kann ich euch auch mal zeigen, von der Landeshauptstadt Dresden, das wird in anderen Städten ähnlich sein, gibt es ein Formular.
Anzeige eines Fluges von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen, wo ich ausfüllen muss, wer ich bin, wer im abweichenden Fall der Drohnenpilot ist. Dann muss ich angeben, wann ich fliegen möchte, was für ein Drohnenmodell ich habe, die Adresse. Ich muss mitschicken, immer ganz wichtig, den Versicherungsnachweis. Dann muss dabei sein die Zustimmungserklärung des Eigentümers. Vor einer Woche oder so war das, habe ich für eine Firma, die Photovoltaikanlagen auf Dächern aufbaut, habe ich auf einem privaten Grundstück fliegen dürfen und habe dort die Montagearbeiten filmen dürfen. Und da benötigt man dann eben vom Eigentümer des Grundstücks, benötigt man eine schriftliche Genehmigung, die dann mit dem Antragsformular zum Ordnungsamt geschickt wird. Dazu sollte man immer noch dazulegen, ich mache das immer gerne mit Google Maps oder Apple Maps, dass ich einen Screenshot mache von dem Bereich von oben und dann genau einzeichne, wo es ist, wo ich fliegen möchte. Das beschleunigt die ganze Sache einfach unheimlich und da gibt es dann nicht noch Nachfragen vom Amt. Genau. Dann die Allgemeinverfügung muss man mitschicken. Lageplan haben wir gerade gehabt. Ja, das war es dann eigentlich schon. Dann wird das Dokument unterschrieben, hingeschickt und man sollte das immer so. Ich weiß, manchmal fällt das schwer, wenn gerade Kunden sehr kurzfristig anrufen oder anfragen. Man sollte das in der Regel zwei Wochen vorher, sollte man das ausfüllen, hinschicken, dass gerade dass das Ordnungsamt dann auch genug Zeit hat, Sachen zu prüfen und so weiter. Bei privaten Grundstücken ist das nicht so aufregend, aber wenn man zum Beispiel irgendwo in der Innenstadt fliegen will und da das Grundstück an sich zum Beispiel der Stadt selber gehört oder irgendwelchen anderen Instituten, dann ist das manchmal nicht so einfach, das abzuprüfen, ob das genehmigt werden kann oder nicht. Von daher zwei Wochen vorher ist immer schon nicht so verkehrt. Ja, genau. Also wir zählen nochmal zusammen. Die Versicherung muss dabei sein, die Plakette muss an der Drohne sein. Man braucht eine Allgemeinverfügung vom Land. Man braucht die Zustimmung des Ordnungsamtes, ganz wichtig. Und dann die ganzen Bromborien, die eben zu diesem Antrag noch dazugehören. Nicht so ganz einfach, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, ist es relativ easy. Ich kann jedem auf jeden Fall empfehlen, Drohnenflüge immer, immer, immer anzumelden, weil es gibt genug Schindluder, das getrieben wird von wilden Piloten, sage ich mal so, was man immer in der Zeitung liest und alles so. Und das Ordnungsamt beispielsweise, das informiert dann immer auch die zuständige Polizei in dem Bereich. Das heißt, wenn man irgendwo mal bei einem Auftrag fliegt und dort ruft jemand an, bei der Polizei, ein aufmerksamer Nachbar oder sowas, dann ist es immer schnell so, dass die Polizei dann sagt, ja, ist gemeldet, kein Problem, das ist rechtens. Und dann wird man auch bei der Arbeit letztendlich nicht gestört. Ich hoffe, dem einen oder anderen helfen die Tipps. War jetzt einfach mal ein grober Überblick. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr mir gern schreiben. Ich helfe auch gern persönlich weiter. Und ansonsten wünsche ich allen Drohnenpiloten allseits gut Flug. Gut Licht sagt man in der Fotografie, aber immer einen entspannten Luftraum, sagen wir es mal so. Na dann, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.